Und untersuchen auch hier dann gleich das Büro des Bürgermeisters. Es gibt einen Fernschreiber. Ja, keine Ahnung, wann er weggeht. Ein Wasseremblem. Vielleicht ist es wichtig für unser Rezept. Wir haben ja nur 2 der 6 Sachen bisher. Klingel. Ich glaube, dann kommt er aber wieder aus seiner Schublade hervor. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Ja, Wasser. Ist voll unbekanntes Symbol, Rufus, ne? Was für ein Schrotthaufen. Können wir da die Erdmagnetfelder hier manipulieren? Oh. Glas. Da könnten wir das klare Wasser Hey, das reintun. ist Dads Wasserglas. Ich habe ihn fast nie ohne gesehen. Er hatte wohl Angst zu dehydrieren. Und ein Schlüsselloch. Wir haben noch den Dietrich. Können wir uns hier ausprobieren, wenn ich den endlich angeklickt bekomme? Ja, das wäre lustig. Er probiert's gar nicht. Okay, aber wir merken uns mal, dass hier ein Schlüsselloch Hier ist eine ist. Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwock angekommen. I see you are an idiot. Hä? Entweder war da eine Katze auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. Oh, ich sehe, dass du ein Idiot bist. Können wir was zurückschreiben? M-A-C-H-T-S? I-U-T? Ah, unser Abschiedsbrieflein. R? I? I? O? Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Oh, Mist. Ja, wir müssen einen Tee finden. Gegensprechanlage? Eines der wenigen Fernsprechgeräte in diesem Kaff. Warum bezahlen wir überhaupt einen eigenen Telefonisten, wenn eh keiner telefoniert? Ich weiß schon, warum ich keine Steuern bezahle. Weil wir keinen Wohnsitz haben. Oh, deswegen muss Rufus auch keine GEZ zahlen. Clever. Nächster bitte! Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Nächster bitte! Ja, wir können Lotti noch ein bisschen ärgern. Unsere Nummer haben wir nicht mehr. Hier kommt nur der Bürgermeister. Nanu? Er ist weg? Naja, auch gut. Hat er einen doppelten Boden? Dann klauen wir sein Kissen. Oder was Ein war das? Gerät, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Und Schublade? Nö, ist dann wieder zu. Ach, das Kissen brauchen wir auch gar nicht. Okay, wir haben ein ominöses Schlüsselloch. Warum auch immer ein Wassersymbol. Ein Gerät, die Idee. Das Erdmagnetfeld-Ding. Ein Fernschreiber. Wir probieren mal kurz, um auch sicher zu gehen. Können wir hier jetzt das klare Wasser. Ich will mit Wenzels. Nee, wir wollen erstmal nichts damit zu tun. Gut. Ich hoffe, Rufus ändert seine Meinung bald. Ich kann nicht empfehlen, sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Die Hose. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie. Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus! Du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Nö. Guck mal, ich gehe näher. Was ist denn das für eine Zwangsheirat, Zwangsverwohnlichung, I don't know. Sieh an, Wenzel ist auch Und wieso da. Hat... Ist jemandem was zu essen runtergefallen oder Moment. Warum kriegst du hier rum? Ich warte natürlich darauf, dass Gol aufwacht.
damit ich sie mitnehmen kann. Ha, träum weiter. Es stimmt zwar, dass Ameisen das Zehnfache ihres Gewichtes tragen können, aber warum sollte Goal, eine elysianische Orbit-Elfe, sich mit jemandem wie dir abgeben? Oh, Rufus, du hast mich immer unterschätzt. Sieh mich an. Ich bin ein gemachter Mann. Wer auch immer dich gemacht hat, der hat auf der Hälfte aufgehört. Ich bin reich. Ich habe eine Wasserader im Keller. Du hingegen hast nicht mal einen Keller. Du hast gar nichts, Rufus. Na und? Daran erkennt man die Leute, die immer alles geben. Und was soll ich auch mit einem Keller in Kuwak? Ich gehöre hier nicht her. Genauso wenig wie Goal. Und wenn ich sie erst einmal aufgeweckt habe, werde ich sie nach Elysium begleiten. Du wirst schon sehen. Ja. Warum hat Gizmo, also er ist ja Arzt, Feuerwehrmann und Polizist, ne, aber keine Ausbildung bezüglich Implantate. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, er ist ein sehr vielseitiger Mann, aber er scheint sich nur mit drei äußerst relevanten Berufszweigen auszukennen. Ja. Aber Rufus, haben wir ihn gerade angetouched? Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. Alter, was eine Todesdrohung. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Notfall will er Feuerdiebstahl zu. Doch, aus deinem Munde. Danke für nicht wirklich. Ja, gut. Die drei Hampelmänner stehen hier dann so rum. Wir müssen eine Möglichkeit finden. Wir müssen eine Möglichkeit finden, die Uhrzeit. Irgendwas mit einer Uhrzeit brauchen wir. Wir brauchen einen Schlüssel. Da wird wahrscheinlich... Oh! Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Ich überlege gerade, war das so die Wünschelrute? Ist von unserem Dad. Das Büro ja scheinbar auch. Ah! Nanu, was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Spoiler, wir werden Rufus Dad auch im Laufe der... im zweiten oder dritten Teil treffen. Das ist zwar alles unnötig kompliziert... Aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis. Sein Vermächtnis. An seinen Schnapsschrank. Aber ja, das ist doch auch Wasser, was wir brauchen. Schnaps. Schnaps? Das schmeckt wie der Hustensaft, den mir Dad immer gegeben hat, wenn ich zu laut war. Kriegen wir damit den Papageien aufgepäppelt? Damit kriege ich die Schlafmütze auch nicht wieder wach. Ich kann gerade gar nichts mit dem Schnapp... Oh, Toni! Was hast du da? Reicht es dir etwa noch nicht, mein Haus mit deinem Müll vollzustopfen? Musst du ihn jetzt auch noch an meinen Arbeitsplatz schleppen? Eigentlich wollte ich dir eine kleine Freude machen. Dann stirb einen schnellen Unfalltod. Nee, will sie nicht. Boah. Wobei, Moment. Wir brauchen aufputschend. Ich schaue es mal vom Rezept an, da ist es ein bisschen größer. Auf besonders aufputschend. Die meinen aber nicht, dass wir jetzt hier den Schnaps... Nee, oder? Cheers, bald bin ich dich los. Nee. Oh. Wie ein Trichter? Ich will mit Wenzels... Es bräuchte echt so eine Tipp-Version noch von Deponia, ja, offiziell im Spiel eingebaut. Haben wir schon versucht, beim Dartpfeil da was zu machen? Der Stier ist wütend. Zeit für ein Rodeo. Aber dann landen wir wieder im Kaktusfeld, ne? Gleich nochmal.
Puh, das könnte alles heißen. Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Nasser Schwamm. Und dafür brauchen wir Schnaps. Dafür brauchen wir... Ist ja nicht so, als ob... Muss das wirklich sein? Dafür brauchen wir Schnaps. Ey, wir haben so viele... Also, Wasser, ne, sei mal dahingestellt. Quellen. Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht... Schnutzipuh. Dämlicher Name. Aber wir haben den Namen. Und das heißt, wir haben den Schlüssel dann wahrscheinlich gleich. Hallo noch. Hi. Ruf. Genau. Nein, nicht Rufo. Sorry, ich meinte, ich bin Schnutzipu. Schnutzipu? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipu. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Ja, Pink. Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Ballett. Ich liebe das Ballett. Volltreffer. Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipu. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Oh Mann. Top Antwort. Truckschlüssel. Oh, wirklich die schönste Antwort dazu. Gut, was kriegen wir denn hier? Ein Hebel? Wir können die Motorhaube aufmachen. Da haben wir die sagenumwobene Batterie. Fast. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Ja, wir müssen auch wieder irgendwie ein Loch reinbohren, oder? Ich will an die Batteriesäure und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Aber wir haben auch hier kein Gefäß, ne? Au! Yeah! Einfach nur ins Glas und damit sammeln wir die drei Flüssigkeiten? Ja, okay. Haha, ich habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. Okay, Glas mit energiereichem Wasser. Zählt das Schnaps auch schon als... Dem Wasser fehlt nur noch etwas Belebendes. Ja, okay, ist auch schon an sich Wasser. Der Schnaps zählt als klares Wasser, nicht das klare Wasser an sich. Okay, wir kommen dem Ganzen näher. Pass mal, ich will den Stier hier ein bisschen... Und heute, liebe Kinder... Aber das ging ja nicht. Brauchen wir ein Narkotikum für den Stier? Der Stier ist wütend, Zeit für ein... Nee. Was müssen wir denn noch mit dem Stier machen? Wir haben... Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug... Ja, das haben wir auch schon probiert. Puh, schwierig. Also wir haben jetzt sowohl von den Flüssigkeiten als auch von den Feststoffen. Besonders aufputschend. Moment. Nochmal kurz das Rezept. Belebend. Aufputschend. Es kann natürlich auch sein, dass das Stierblut aufputschend wirkt. Wofür haben wir den Dartpfeil? Der Stier ist Zeit für... Warum kann ich den Stier nicht angreifen? Nebel, Trucktür. Ich glaube echt nicht, dass wir hier noch groß was machen können. Irgendwie müssen wir den Papagei auch wieder wach kriegen. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug... Kommen wir ihn an der, das ist eigentlich schon Tierquälerei, aber an der Lachgasstation einfach aufputschen. Aber wir haben ja noch den Arztschrank. Der ist bereits. Stimmt, wie kriegen wir da das, wie kriegen wir da was raus? Gott sei Dank bin ich. Das. Der ist aber halb so, ich bin ja. Können wir. Das Feuerlöscher-Ding wieder reintun? Der ist so schwer, aber halb so. Ich bin ja Nee, was? Der bleibt jetzt erstmal draußen.
Ausweisgerät Nein. selbst? Wie ich Gizmo kenne, wird... Boah. Ich will an dieses Arztschrank-Ding. Da könnte was drin sein, was den Vogel wieder auf die Beine hebt. Ein Gerät, das die Idee hätte. Was können wir damit machen? Damit die Wünschel offenbar kennt sich nur klares Wasser. Da tut sich offenbar, habe ich. Achso, können wir mit der Wünschelrute noch was anfangen? Ich will mal schauen, was sie bei Gizmos Keller sagt. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu... Nee, das Ruf ist noch ein bisschen zu eingebildet. Trichter, Dietrich. Sollen wir den Stier irgendwie so ein Lachgasballon reingeben? Wir haben ja noch einen Haufen von den Luftballons. Einfach mal ausprobieren. Wobei, ob das jetzt bei einem Metallstier funktioniert. Der Stier ist wütend. Zeit für ein Rodeo. Aber dann landen wir einfach nur im Kaktusfeld. Gleich nochmal. Tja, eingeübt. Was sagt die Windschulrute zur Säure? Es sieht aus wie Trinkwasser, ist aber Batteriesäure. Ja. Sagt keiner, dass man das nicht trinken kann. Den Dietrich haben wir, glaube ich... Haben wir den für irgendwas verwendet schon? Nee, oder? Zahnbohrer, Dartpfeil. Den Dartpfeil weiß ich auch absolut gerade gar nicht, wo wir den wenden können und sollen. Gott. Wir brauchen eine Uhrzeit, dass die Poststelle auf hat. Wir haben keine Uhrzeit. Wir haben Bürgermeisterraum, Fernschreiber. Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich eine Schlagzeile wert. Aber noch will ich die Katze nicht aus dem Sack lassen. Können wir mal klingeln? Vielleicht kommt er. Er kommt nicht. Zurück. Hey, du! Aufwachen! Junge, Junge, den hat's aber echt mal amtlich ausgenockt. Oh, wir können ihn leider auch keinen nicht abfüllen. Hey, du! Junge, Junge. Okay, wir müssen den Papagei mit irgendwas kombinieren. Was ich dann aber noch... Was ihn aufweckt, scheinbar.